Hallo YouTube, grüß dich Jonas vom Kanal Waldbär. Heute wird in unserer kleinen Küche gekocht. Und ich habe mir gedacht, weil das vor 2 Jahren ganz gut angekommen ist, dass ich einfach nochmal koreanische Kohlsuppe koche. Und speziell für dich mit den Küchenmessern, die wir eigentlich täglich benutzen. Das ist unser Messerblock, den wir hier auf der Fensterbank in der kleinen Küche haben. Da haben wir ein kleines Art Filetiermesser mit Sägezahnung von der Firma Tramontina, ein Victorinox Tomatenmesser von der Firma Geffro, mal günstig miterworben gehabt, aus dem Aldi. Ein Damastmesser aus Solingen von der Firma HGS. Unser IKEA Brotmesser. Das Brot aus unserer Brotbackmaschine. Das schneiden wir mit diesem Brotmesser. Mit dem Stahl 197,69 und noch ein größeres Küchenmesser, was ich meistens für Kürbis schneiden oder Kohl schneiden benutze. So, und die Messer, die werden jetzt gebraucht. Den Weißkohl zerteile ich erstmal in der Hälfte. Dazu braucht man schon ein recht großes Messer, was aber nicht zu dick ist, sonst verklemmt sich die Schneide. So, dann kann man hier den Strunk gut rausschneiden und Mohrrüben habe ich gewaschen. Das sind Bio-Mohrrüben, also werde ich die jetzt nicht schälen. Die sehen nämlich gut aus. Da mache ich jetzt nur die Enden ein bisschen sauber ab. Und anschließend nehme ich dieses Messer her meistens und viertel sie der Länge nach. Jetzt nehme ich wieder gerne mal ein großes Messer. Und ruckzuck hat man hier 4 große Mohrrüben klein gemacht. Die Kartoffeln habe ich gewaschen. Aber da habe ich vorhin vergessen, noch ein Messer, was wir sehr oft benutzen. Steht auch Solingen drauf. Extra scharf. Ist so ein Kartoffelschälmesser mit Wippe dran. Ich selber würde für mich die Schalen dran lassen und nur gut waschen. Da kommt echt eine Menge zusammen. Das ist mal von dem Gewicht her so viel
wie eine kleine Kartoffel. Aber da ich für meine Frau und mich koche, heute mache ich die Schalen weg. Augen kommen natürlich sowieso raus. Das kann man natürlich mit jedem Messer machen, als man an der Klinge so ein bisschen so hält, dass man vorne nur die Spitze benutzt. Bei dem geht es natürlich noch besser, weil die Klinge schön breit ist. Kann man es also wunderbar so halten und mit der Spitze die Augen rausmachen. Beziehungsweise hier sehe ich, das geht ein bisschen tiefer. So, um die jetzt von den Augen befreiten Kartoffeln zu würfeln, schneide ich sie einfach erstmal hochkant quasi in Hälften und dann kann man ganz einfach würfeln. Häufig merke ich, mag ich diese Klingenform sehr, die ganz wenig nach oben gezogen ist, so ein bisschen wie eine veränderte Wycliffe Schafswutklinge, und kratze nur mit der Spitze auf dem Brett, aber die Klinge selber bleibt scharf bei solchen Arten von Aufgaben. In die Suppe kommt natürlich ein ordentliches Stück Ingwer, damit das ordentlich Pfeff hat. Oh, das duftet frisch, exotisch. Messer, da nutze ich meistens so eine Art Wiegeschnitt. Ich setze also die Spitze an und bewege das Messer also nicht so sehr auf dem Brett. Dadurch wird natürlich die Schneide auch etwas geschont. So, wenn ich was kratzen muss auf dem Brett, dann nehme ich den Klingenrücken. Nicht die Schärfe, die Schneide, sondern den Klingenrücken. So. Und der Ingwer ist schön gehackt. Eine Orange schälen geht natürlich auch mit Küchenmessern gut. Das ist ganz klar. Also Ingwer und Orange oder ein bisschen Zitrone, das gibt der Suppe einen richtig exotischen Beigeschmack. So, nachdem ich die Orange jetzt auseinandergenommen habe, schneide ich die auch schnell in kleine Stücken. Wenn das Messer schön scharf ist, dann verliert man jetzt nicht so viel Saft durchs Drücken, sondern es schneidet mehr durch das Fruchtfleisch. Zwiebel geschält. Zwiebel genauso. Dann werden sie angebraten. Es gibt dann der ganzen Suppe gleich noch mal ein bisschen peppigen Geschmack. Jetzt gucken wir mal, ob der heiß genug ist. Ja, es zischt. Mit ein bisschen Wasser. Kommt unten ein bisschen Öl rein.
nehme gerne das native Bio-Olivenöl. So, und jetzt kommen die Zwiebeln rein. Die werden glasig bis röstig gebraten. Die sind jetzt an den Ecken schön braun und das duftet richtig gut geröstet. Jetzt kommt der Rest des Gemüses dazu. So, der Kohl. Das ist übrigens ein 4-Liter-Topf. Im Gegensatz zu dem 1-Liter-Topf, dem Billy. Oder wie heißt der? Zebra-Topf, den ich da vor 2 Jahren Ende Januar benutzt habe. Es ist jetzt ziemlich voll hier, aber das schrumpft gleich noch ein bisschen. So, jetzt Deckel auf und ab und zu wird umgerührt, dass der Ganze so ein bisschen an den Rändern Farbe annimmt. So, schauen wir mal. Ah ja, ist gut geschrumpft. Schon ein bisschen. Jetzt kommt da das Wasser drauf. Das ist der 1. Liter. Und dann noch ungefähr einen halben. So, dass es gerade bedeckt ist. Ja, 1,3, 1,4 Liter waren das jetzt. Und jetzt mache ich in der Zwischenzeit die Gewürzmischung. Zuerst das Grobe. Thymian. Ungefähr einen Teelöffel voll. Kreuzkümmel. Einen Teelöffel voll. Bei Kohl empfiehlt sich Kreuzkümmel und Kümmel immer. Regulärer Kümmel. So, und das wird jetzt erstmal ein bisschen zerstoßen, bevor dann die weiteren Zutaten dazukommen. Oh, riecht das gut. So. Jetzt der Curry. Auch grob 2 gehäufte Teelöffel, spielt ja keine Rolle, alles Pi mal Daumen. Edelsüße Paprika, nicht so viel, sonst ist das zu dominant. Die Gemüsebrühe, wir haben jetzt ja ungefähr anderthalb Liter Wasser drin, also nehme ich auch ungefähr anderthalb Teelöffel Gemüsebrühe. Und dann habe ich hier, ich glaube, das war aus dem Aldi, hat meine Frau gekauft, so Harissa-Gewürz mit der Mühle. Das kann man noch ein bisschen reinmachen. Da sind irgendwie Chilischoten, Senfsaat, ich weiß nicht, was da alles da drin ist. Bestimmt lecker! So, dann, das kommt anschließend, so, das alles nochmal . Das ist natürlich eine ganze Menge durch die einzelnen Teelöffel und so. So, aber es soll ja gut schmecken. So, das kommt jetzt hier mit rein. Was ich noch reinmache, das haben wir aus der Ukraine mitgebracht, das ist getrocknetes Gemüse. Das sind halt auch so Sachen, die man jetzt nicht immer vorrätig hat. Also Sellerie und weiß ich nicht, was da alles drin ist.
Ja, eben besonders Sellerie und so. Ah, so. Und das dauert jetzt ein ganz bisschen, bis das alles nochmal kocht. Und dann reduziere ich die Hitze auf kleinste Stufe. Und dann wird es nur noch geköchelt. So eine halbe Stunde bis 40 Minuten. Den Löffel hält meine Frau auch in Ehren. Das war aus dem gefundenen, abgebrochenen Birkenast. Beim Knoblauch ist es so, dass ich den immer erstmal ein bisschen drücke von zwei Seiten. Dann lässt er sich total einfach pellen. Aber das kennt ihr ja auch schon. So. Und brauchen wir nur noch hier unten das Wurzelende abschneiden. Dann schneide ich den längs auf. Dann lässt er sich gleich, genau wie bei den Kartoffeln und so weiter, besser schneiden. Und wieder der Ritzschnitt, wo die Spitze auf dem Messer, auf dem Brett lang kratzt, aber die Schneide das Gemüse schneidet. So. Und dann nochmal so lang. So, ein, zwei Knoblauchzehen kommen jetzt so dazu und zwei weitere kommen dann roh am Schluss, wenn die Suppe fertig ist, dazu. So, jetzt hat das circa 40 Minuten gekocht und dann gucken wir jetzt mal, ob es gar ist. Nehmen wir ein größeres Stück. Hm. Ja, ist gar. So, dann kann ich ausschalten. Und jetzt kommt etwas, ist auch für mich neu. Genau wie man an Süßspeisen etwas Salz reinmacht, mache ich jetzt an diese deftige Speise eine Orange. Das hört sich komisch an, aber schmeckt gleich sehr exotisch. Eine Spur von Zimt und alles nachher. Man bekommt dann noch auf dem Teller ein paar Sprossen. Ich habe jetzt keine Mungobohnen, aber Buchweizensprossen habe ich und das kommt dann noch auf das nicht mehr ganz heiße, also kochend heiße Gericht dann am Teller. Also bis gleich. So, jetzt wird angerichtet. Dazu streue ich mir noch ein bisschen rohen Knoblauch hier drauf. Jetzt kommen die Buchweizensprossen noch drauf. Oder Mungobohnensprossen oder was auch immer man hat. Und weil wir es ja alle gerne scharf mögen, etwas Pischta von den Verwandten aus der Ukraine. So. Na dann, guten Appetit. Dazu können wir jetzt eine Scheibe Brot servieren. Und ich frage meine Frau, Liebes, wie schmeckt's dir? Das schmeckt einfach geil, Benni. Ganz in deinem Stil, super lecker. Vielen Dank.
und zum Nachtisch eine industriezuckerfreie Süßigkeit.